So, wir wollen hier siegen. Und zwar haushoch gegen Hannover. Die sind ja gar nicht mal so schlecht. Und wir sehen ja auch schon die Neuen mit Keita, mit ich bin gerade ein bisschen was mit der, egal. Rini Adler und 6. Torwart. Da haben wir es. Lemina im zentralen defensiven Mittelfeld, die Nummer 7. Park Walker ist ja auf rechts, Keita auf links. Und eben unser Ex-Torwart, René Adler, im gegnerischen Tor. Park Walker ist ja eben heute mal auf der rechten Stürmerseite. Da haben wir ihn ja schon ausbrüten. Er, Lemina von Marseille, war an Juve ausgeliehen. Ein ziemliches Talent, kam für 12 Millionen Euro relativ günstig, für meiner Meinung nach, kam er eben aus Marseille. Und der kann sich hervorragend entwickeln. Man spricht schon vom neuen Paul Pogba. Und Hummel ist immer abseits, der sich übrigens gesteigert hat auf eine 89. Ist damit der beste Mann unserer Mannschaft. Mats Hummels. Durm, der heute den linken Innenverteidiger macht. Lemina, der überall unterwegs ist. Schön kombiniert. Balde Keita. Keita, da ist Jackson Martinez und der trifft nur den Pfosten. Oh Mann. Oh Mann. Großchancen am Ende. Ohne Ende jetzt. Jackson Martinez. Oh, was für ein... Was ist denn das? Hannover unter Druck. Aber die lösen das hier gar nicht mal so schlecht. Werden bisher ihrem Tabellenplatz eigentlich gerecht. Ricardo Rodriguez. Bin gespannt, wie der sich entwickelt. Wir haben jetzt 3 Linksverteidiger in der Mannschaft, die alle den Anspruch haben, Stammspieler zu sein. Aber Ricardo Rodriguez nimmt natürlich die besten Eigenschaften mit. Jetzt aber nicht. Jetzt aber nicht. Mann! Lemina. Hoffmann. Guter Ball. Gündogan ist noch dran. Wieder Hoffmann, wieder die Flanke und diesmal Adler. Rodriguez. Eckball. Lemina, kein schlechter Schuss, aber ein bisschen zu unpräzise. Halbe Stunde rum, er steht noch immer 0-0.
Hä? Oh. Soleimani hat sich da wehgetan. Das ist Fair Play. Wir kriegen den Ball. Und weiter geht's. Lemina. Keita. Der von Lazio Rom kam. Ist ja auch ein sehr junger Flügelspieler, der auf jeden Fall Potenzial hat, sich hier wirklich durchzusetzen. Apropos durchsetzen, das hat er hier fast geschafft. Rodriguez, Gündogan. Der hat einfach den Fernschuss drauf. Und bringt uns hier in Führung nach gut 40 Minuten. Schönes Ding. Wie wird Hannover 96 jetzt reagieren? Oh. Erdinch. Spiel die Nummer raus. Klaus. Scheitert an Lemina. Und der bringt den Ball zum Gegner. Und er diesen direkt sein. Direkt zum Ausgleich. 1-1 noch vor der Pause. Hier der Fehlpass leitet Hannover ein, um den Ball dann ins Netz zu bringen. 1-1. Manuel Schmiedebach. Keita. Ja, ein bisschen verspielt hier. Oh, gut. Das kriegen wir auch noch aus ihm raus. Jetzt gehen wir erstmal in die Pause. Wechseln aus. Gnabry, den haben wir ausgeliehen von Arsenal. Können wir kaufen für 3-4 Millionen Euro. Çalhanoğlu bringen wir mal rein. Und Klaasen für... Ne, Klaasen nicht. Weigel. Ne, auch nicht. Bringen wir Reus. Jackson Martinez lässt da alle aussteigen, kann jetzt den Führungstreffer erzielen. Macht er aber nicht. Doch! Marquinhos! Irgendwie geht er rein. Irgendwie ging der jetzt rein. Unmöglicher Winkel, unmögliche Situation, aber trotzdem ist ein Tor möglich. Das haben wir hier jetzt gesehen. 1-2 steht's. Und Götze ging nach Man United, wie man oben sehen kann. Und knappe 55 Millionen Euro hat Man United dafür bezahlt. Also man kann es schon als Schnäppchen bezeichnen, für eine Qualität, die Götze hat. Nur 50 Millionen Euro in Anführungsstrichen. Boah, knappes Ding. Gnabry.
Ja, kriegt er den noch? Marco Reus. Ja, natürlich. Und den hält er sogar noch im Spiel. Aber die Flanke war da nix. Oh, DFB-Pokal steht an. Hannover trifft auf Leverkusen. Könnte ein interessantes Spiel werden. Oh, abseits. Schade. Alcacer noch total blass geblieben heute. Noch nichts von ihm gesehen. Zumindest nichts, was mir jetzt im Gedächtnis geblieben wäre oder aufgefallen wäre. Oh, was sei denn das? Oh, DFB-Pokal, wir spielen gegen Bayern. Schön. Dort werden wir dann auf unseren alten Freund Alvaro Morata treffen, der ja für 80 Millionen Euro gewechselt ist. Lemina setzt sich da durch. Setzt sich auch hier durch. Calhanoglu. Und dann Gnabry aus einem komischen, sehr, sehr unmöglichen Winkel. Alcacer setzt da Martinez in Szene. Aber das war nix. Marco Reus. Marco Reus geht vorbei und hat da die Lücke. Aber René Adler ist noch wach. Oh. Gnabry, gut durchgesetzt. Dann Rodriguez nimmt ihn an, zieht ab und verwandelt ihn nicht. Schade. Gnabry. Dann der direkte Pass für den schnellen Konter. Marco Reus. Oh, der Pass kam viel zu spät. Ich habe zwar früher gedrückt, aber irgendwie die Ausführung kam viel zu spät. Oh ne, jetzt kommt die Rechnung. Jetzt kriegen wir die Rechnung auf hier. Benchop. Sané kommt da nicht mehr dran. Jetzt fehlt er natürlich hinten und Martinez kann hier einfach vorbeigehen. Und Adler mit einer Glanzparade. Und Lemina mit einer super Grätsche. Lemina und Gnabry, die zwei auffälligsten Leute heute auf dem Platz, machen ein richtig, richtig gutes Spiel. Gut, Lemina mit diesem einen Fehler, der dann das zwischenzeitliche 1-1 verursacht hat. Aber ansonsten gefällt mir seine Leistung richtig gut. Nachspielzeit ist rum. Es gibt nochmal einen Eckball. Lemina. Schuss war nicht gut, aber egal, wir gewinnen hier 2-1 gegen Hannover 96 und führen unsere Siegesserie fort. Wir sehen uns im nächsten Spiel. Bis dann und tschüss.